Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels zu verdanken haben. Und das Spiel hier wird gleich beginnen. Keine lange Einleitung, nur die Aufstellung, die Österreich mit 6:1 im Vorschlussrundenspiel schlug. Mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern und Mai aus Fürth. Der Sturm mit Rahn rechts außen, aus Essen ist er, halbrechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Und soeben hat Schiedsrichter Link aus England das Spiel angepfiffen. Übrigens derselbe Schiedsrichter, der schon das erste Spiel gegen Ungarn pfiff. Geht und dann ohne mich, Mann, Mann, Mann. Das, was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Dummes Malheur war das. Ein alberner Zufall. Und trotzdem steht 2:0 für die Ungarn. Wenn man einen Jungen bekommen, heißt der Rüdiger. Wenn es ein Mädchen wird, Roswitha. Roswitha? Roswitha? Deutschland vor! Deutschland vor! Deutschland vor! Deutschland vor! Deutschland vor! Los, Männer, auf geht's jetzt! Komm, noch ist nichts verloren. Hä? Weißt du, Matthias, in der Gefangenschaft habe ich einen Trick gelernt. Mit der Vorstellung. Weißt du, da kannst du alles machen. Wir haben uns immer vorgestellt, uns mal richtig satt zu essen. Und wenn uns der Hunger nicht allzu sehr zugesetzt hatte, dann hat das auch alles wunderbar geklappt. Du musst nur die Augen zumachen. Da kannst du überall hin, sogar nach Bern. Das ist so, als ob du selber da wärst. Na komm, versuch mal. Thank you.
Vielleicht schaffen wir es ja noch zur zweiten Halbzeit. Hä? Es steht nur noch 2:1. Der Schuss von Rahn wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxel Morlock in die Schussbahn. Und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am Torsteher der Ungarn, Drosic, vorbei. Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2:0. Es steht nur noch 2:1. Und das sollte unserer Elf jetzt Mut und Selbstvertrauen geben. Mein Mutterzähler lebt von dort, du teilst das Ding blind in die Wolke. Das gleiche auch für dich, Hans. Kümmer du dich mal lieber um deine Abwehrkleiner. Die ersten beiden Tore waren wohl jetzt Geschenke, wa? Was habt ihr zwar euch bloß dabei gedacht? Wir können vorne nicht jeden Fehler von euch ausbügeln. Sag das dem Kohli. Der weiß ja nicht mal, wie man anständig zum Torwart zurückspielt. Klebst du auf der Linie. Das ist alles, Nika. Hey, du geheimer Spielmacher, bist du blind? Wozu renne ich mit deiner rechts auf dem Flügel die Lunge aus dem Hals? Wenn du immer nur zum Fritz spielen kannst. Ruhe, augenblicklich! Spart euren Atem. Werdet ihr den noch brauchen? Habt ihr es ja noch nicht begriffen? Wir können hier Weltmeister werden. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier rumzuzanken. Es steht 2:2. Die Ungarn sind wütend. Zu Beginn der zweiten Halbzeit werden sie noch mal über euch herfallen. Also passt auf. Ihr müsst noch einmal 45 Minuten lang brennen. Kämpft, kämpft! Eine für alle für einen. Ist das klar? Ganz schön aufregend, wa? Kann man sagen. Matthias, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Du weißt schon, wegen der Kanicke. Ist schon gut. Ich wollte einfach, dass zu Mutters Geburtstag mal was Richtiges auf dem Tisch steht. Wir melden uns also wieder aus Ferne. Spielstand zu Beginn der zweiten Halbzeit 2:2 durch zwei Tore der Ungarn, Stuttgart und Tibor und die beiden Anschluss- und Ausgleichstreffer der Deutschen, Morlock und Rahn. Los, wir treffen uns hier wieder. Lauf! Los, mitkommen, Papa. Du mach schon. Ohne dich können die nicht gewinnen. Ohne mich bist du schneller. Los! Einwurf Ungarn wird steil nach vorn gespielt. Lantos schießt. Diebrich rettet. Noch einmal Nachschuss. Kosic am linken Flügel. Rettet. Teufelskerl!
Fußballgott! Entschuldigen Sie bitte die Begeisterung. Meine Damen und Herren, die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Und der Schuss von Hidekuti aus 3 Metern Volley abgefeuert auf das deutsche Tor wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Sechs Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keine Bank. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel so ausgeglichen, so packend, faul an Rad? Der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Für Deutschland im Spiel gegen Ungarn, das seit 4,5 Jahren kein Länderspiel mehr verloren hat. Doch der Sekundenzeiger, er wandert so langsam. Wie gebannt starre ich hinüber. Geh doch schneller, geh doch schneller. Aber er tut es nicht. Er geht mit der Präzision, die ihm vorgeschrieben ist, wandert er voran. Und jetzt noch 1,5 oder 2 Minuten. Deutschland führt 3:2. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen. Puskas am Ball im Mittelkreis. Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt ein Schuss. Gehalten von Toni. Gehalten. Und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von 1 Minute sein. Aber es droht Gefahr. Die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinie ins Ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt. Kommt zu Boczek.